Ich frage hier nochmal den Juncker, den alten Miesepeter. Hat der Euro überhaupt noch irgendeine Zukunft? Wenn ich Ihnen die Frage gestellt hätte und Sie wären ich, dann würden Sie auch die Frage nicht so beantworten, wie Ihre Frage tendenziell vermuten lässt, dass Sie gerne hätten, dass ich sie beantworten würde. Ich hoffe, Sie haben mitgeschrieben. Ich hoffe, Sie haben das mitgeschrieben. Ein wunderbarer Satz für die Ewigkeit, deswegen gibt es den jetzt auch als Euro-Fanschal, hat unser Praktikant gestrickt. Wenn ich Ihnen die Frage gestellt hatten und Sie wären ich, dann würden Sie auch die Frage nicht so beantworten. Klar. Ja? Ja? Beantworten würde.